No Hopes Let's Plays. What's up, YouTube? Killer is dead. Weiter geht's. Und zwar Episode 8. Sie, die in Träumen tanzt. Kunde ist unbekannt. Alles wieder unbekannt, das ist doch wieder eine Traumsituation. Kommt bestimmt wieder diese olle Hexe. Aber wenigstens können wir hier von Anfang an so rushen, dass wir uns schnell bewegen können. Ich sehe nichts mehr durch den Baum. Und weiter, weiter, weiter. Walla, die Waldfee. Erstmal alle umhauen, die mir hier im Weg stehen. Ich kann leider nichts machen gegen diesen Blurry-Filter. Der ist scheinbar hier in diesen Traumsequenzen. Da sieht das alles noch mal ein Stück unrealistischer aus als... Oh, da lebt man. Das ist alles so leicht. Out of
my way. Du wirst bestimmt gleich wieder gegen diese olle Hexe antreten. Is a little hard. When you usually do it perfectly, is something the matter? Is there something on your mind? No, I think working for the government suits me. Don't taint my blood? I'll get it, Mom. David. Come here, Mondo. We're in the middle of dinner. Please leave. How unfortunate. Der Typ wieder in seinem komischen Mankini. I'll get it, Mom. Ein merkwürdiges Minispiel. Was ist das jetzt? Täglich grüßt das Murmeltier? Das ist aber auch ein hässlicher Vogel, ey. Mother!
Master, please come with me! This can't be happening. You! Are you all right? Hey, you! Does it hurt? Wusstest du doch, da war die Hexe wieder. Man. David. Yeah, I'm coming. Also, das sind solche Bonusmissionen.
Das kriegen wir hin, die alle platt zu fahren. Ist nicht wirklich spannend jetzt hier. Okay. Das war ja mal Fail. Aber das ist auch nicht wirklich storymäßig vorantreibend. Ich weiß nicht, was man da kriegt. Vielleicht ein bisschen Geld oder sowas. Hier geht's weiter mit 9. So, wir machen jetzt noch mal die Gigolo-Mission Nummer 1. Jetzt haben wir Geschenke dabei. Aber wir sind ja auch noch ein richtiger Herzensbrecher jetzt hier. Das will ich auch das will ich ja auch machen. Sie möchte gerne eine CD haben, die kann sie kriegen. Geben wir das doch mal die CD. Da freut sie sich bestimmt drüber. Man muss immer aufpassen, weil wenn sie einen dabei erwischt, dann kann man auch eine Ohrfeige bekommen. Wie man so böse starrt. Rosen mag sie auch, das weiß ich. I'm so happy right now. Thank you for everything. Daumen hoch.
made this especially for you. Use it with care. Oh, nicht schlecht, wir haben eine Charge Cannon dafür bekommen. So, ich bin überrascht, weil ich habe das schon einmal gemacht mit ihr und da ging die Videosequenz nicht so weit, sondern nur bis zu dem Daumen. Jetzt ging sie ein bisschen weiter, finde ich sehr gut. You're leaving already? You're coming to see me again, right? Sogar ein R-Rating bekommen. So, dann bin ich ja mal fast versucht, die nächste Gigolo-Mission zu machen. Das kann natürlich auch durch das Rating gekommen sein. Wo ist denn 2? Ja, 2 ist die Krankenschwester, das sind eher so Kampfspiele, wo man sich noch ein bisschen hochboosten kann. Dann gucken wir mal bei 3 nochmal rein. Die hat uns ja eh gerade angefunkt, wo wir so lange bleiben. Und dass wir uns mal wieder bei ihr melden sollen. Wir haben ja jetzt noch ein paar Geschenke auf Tasche. Da können wir das sofort mit abgreifen alles. Mondo-san, thank you for coming. Please make yourself at home. Unsere coole Gigolo-Brille aufsetzen. So, man muss ja immer vortäuschen, dass man sich für die Bäume interessiert. Natürlich. So, jetzt können wir ihr. Die steht doch bestimmt auf so einem traditionellen Fächer. This is for you. For me? I'll cherish this present from you, Mondo-san. Ja, das war schon mal nicht schlecht. This is great. I miss you. Isn't it? Jetzt ruft die nächste schon wieder an. Kommt mal nicht mehr raus aus den Gigolo-Missionen. Setzen wir nochmal unsere coole Goggles. Ah, jetzt guckt sie uns aber auch an die ganze Zeit. This is great, isn't it? Do you feel satisfied? So, komm, was geben wir ihr? Ein Strauß Rosen. Ich weiß nicht, ob sie da was. Die Mondsteinkette. Das zieht immer. Schmuck zieht immer bei Frauen. Bam. Mission accomplished. I want to enjoy the finest pleasures and peace of mind with you. Sex sells, würde ich sagen.
just feels so strange. Must you go to work so soon? I'll be awaiting your return. So. Job's done. Auch ein R-Rating. Ey, wir haben eine Strähne. Ich bin ja noch versucht, das andere nochmal zu machen. Da müssen wir nochmal gucken. Aber ich weiß nicht, ob ich noch ein Geschenk kaufen kann. Im Souvenirladen. Ja, kann ich. Audio-CD kann ich nochmal kaufen. Tigerfächer, die Blume. Mondkette. So. Eine Packung Kaugummi. Großartig. Ich glaube, die Folge steht ganz im Zeichen des Gigolo-Modus. Mondos Mädchen Nummer 4 können wir. Verführerische Vampirin. Die können wir auch mal angehen. Betty. Ja, aber das war nicht die, die uns da gerade angefunkt hat. Ach, das war Natalia schon wieder. Na komm, dann machen wir nochmal Betty. Aus Deutschland sogar noch. Ja, wir machen eine Gigolo-Tour um die Welt. Welcome to my estate, Mondo. Please make yourself at home. In fact, why don't you make this your home? Yes. Can't you keep your eyes on me? I'm so thirsty. Holla, die Waldfee. Alles in Rot. Du musst aufpassen. Ah, ich wusste es doch, die steht auf die Mondkette. So thirsty. Die ist aber ein harter Knochen. Ja, guck doch mal weg. So, jetzt können wir ihr die Mondkette geben. This is for you. Ooh, present for me. Don't mind if I do. I love your style. Ah, das hat schon mal gut gesessen. Mondo-san. Where are you looking? When will I get to see you? Oh, I'm so thirsty. Ah, das Parfüm, das findet sie auch ganz gut. Yes. Can't you keep your eyes off me? Bam, da machen wir den Sack zu. This. Keep my eyes off of you. I like what I'm seeing. Thank you kindly. When you stare at me like that, it makes me want you. Thank you.
you should stop by. Okay, jetzt bin ich enttäuscht. Ja, man muss sie auf jeden Fall nochmal besuchen, scheinbar. Ich habe auch nur ein B-Rating bekommen. Verdammt, aber habe ich so alles richtig gemacht? Das war bis jetzt die erotischste Folge von allen Killer is Dead Folgen, glaube ich. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Schmunzeln im Gesicht wie ich. Bis zum nächsten Mal.